Schicksale entscheiden sich. In einer Schlacht musst du alles geben. Mit Tuffy. Das ist Tuffy. Mein Junge in Ruhe, der schuldet mir noch Geld. Bring ihn wieder her. Das Taschengeld war nur geliehen. Zeig doch mal, was du drauf hast, Tobi. Gib alles. Tobi, komm. Okay, warte, habt ihr eine Aufnahme gedrückt? Ja, klar, ja. Tobi. No. Okay, dann 3, 2, 1. Hey. Na, ja. Wir sind raus. Was? 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 Riecht nach Pisse, Drecksloch. Hat wahrscheinlich an ihrer Mumu geschnüffelt. Die Leichen wirken. Oh! Was? Was? Ja. Wow. Hallo. Ein junger Mann, der hat einen Penis, das reicht mir schon. Ich lebe seit 50 Jahren allein im Wald. Am Anfang knirscht es ein bisschen, aber ich würde gefallen. Nein. Es tut mir so leid. Sie sind noch hässlich. Wieso sind deine Arme viel weißer als dein Kopf, Junge? Was ist denn los mit dir, du genetischer Defekt? Kann man dann auch wieder ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich weiß, aber... Alter, hab ich mich erschrocken. Hallo! Hi. Oh, das war witzig. Was ich gestern gemacht habe... Wir waren beide hundemüde nach dem Event natürlich. Wir waren alle voll im Arsch. Und was ich gestern gemacht habe, die Pan hat sich nochmal hingelegt, ne? Wie gesagt, Nati und Funk waren ja da. Die mussten dann leider weg. Und ich bin tatsächlich im Wald spazieren gegangen. Früher einmal nannte man mich Beate. Die ist noch gut. Die ist noch gut. Die nehme ich mir nach Hause. Ich bin ein sehr einsamer Mann. Oh gut. Klatsch, 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 klatsch. Und wir tanzen den Tango der Liebe. Wow, was für ein Spruch er uns drückt. Soll ich dir mal meinen Distanzhammer zeigen? Ja, bitte, dann kannst du mal die Menge zum Schweigen bringen hier gerade. Ohne Krampf. Oh. Ja, so viel dazu. Alles klar. Hat sich angehört wie Murlocs gerade. Alter. Tobi. Was? Ich bin voll irritiert gerade. Jetzt bin ich ein großes Mädchen. Und später noch, im Sommer, weißt du, was im Sommer gemacht wird? Im Sommer wird richtig schön fett Rasen gemäht. Oh ja. Jindosh erwägt einen ungeraden Zähler. Oh, und ich bin Jindosh und ich bin der schwule Bruder von Delta. Ah,
Sehr interessant. Das Geile ist, dass irgendwann mal eine in deinen Kommentare oder auf deinen So, was haben wir denn hier Schönes drinne? Ja, scheiße. Wo bin ich? Geil, da oben. Ach, okay, fuck. Michael, kommst du mit? Ja, klar. Guckst du, wie ich das mach? Ja, ich gucke genau, wie du das machst. Dann guck mir mal auf. Was? Alter. Ey, jetzt legt er sich auf so verärgert. Das darfst du nicht. Es spielt doch keine Rolle. Es spielt doch keine Rolle. Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Bitte was? Das geht dich gar nichts an. Das ist privat, das geht dich nichts an. Ich krieg langsam, weil ich hier schon 3 Tage massiv am Rumsitzen bin, oder nicht nur 3, ich glaube schon länger, ich weiß echt nicht mehr. Und deswegen kriege ich langsam Muskelkater in den Arschbacken. Verstehst du? Mein Arsch kriegt Muskeln. Ich habe einen Bizeps-Arsch. Nein, doch. Natürlich. Warte ein bisschen. Ich öffne diese Tür und dann gehe ich hier lang. Verwirrend, nicht wahr? Aber das sind harte Zeiten, in denen wir leben. Ich könnte auch durch diese Tür gehen, aber sie ist abgeschlossen, deswegen lasse ich es bleiben. Gehe lieber die Treppe hoch. Wer weiß, was mich sonst dort erwartet. Vielleicht Unangenehmes. Ich mag Unangenehmes nicht. Mir ist mal Unangenehmes passiert und seitdem möchte ich es gerne vermeiden. Nun, das Meer ist wellig, die Wellen schlagen hoch. Ich werde das Beiboot nehmen, die Barkasse. Oh nein. Oh nein. Wie gesagt, ich nehme das ja schon ein bisschen länger auf. Ich höre den jetzt zum zweiten Mal. Ich will das wirklich nicht. Nein, bitte, bitte nicht. Bitte verlang das nicht. Bitte hör auf. Nein, bitte nicht. Ich bin der Japan-Mann. Guck mal, was der Japan-Mann so kann. Ich komme auch ganz oben an Regale dran. Nein, das war gelogen. Ich habe mich verbogen. Ich brauche eine Leiter, sonst komme ich da nicht weiter. Ich brauche mindestens 10 Sprossen. Ja, das habe ich sehr genossen. Hab den Vogel abgeschossen. Der Japan-Mann ist klein, ist sich selber nicht zu fein. Geht da oben ins Regal. Ja, das hatten wir schon mal. Aber er holt einen Aal und bereitet daraus Sushi. Und das Sushi riecht nach Uschi. Ja, ja. Bis gleich. Opa. Auf jeden Fall. Boah, geil. Alter, ich hab was den Was ist los, Mann? Meine Güte. Hätten wir uns früher gebracht, dann hätten wir es gepackt. Isaac Kalu kommt als Hexe an Kreuz. So. So, ich weiß noch nicht genau, ob ich die jetzt gegen Günther oder gegen Vater einsetzen kann. Vater! Vater, wo bist du? Ich brauche mehr Taschengeld. Jay war schon sexy. Ja, den Jay hätte ich einfach genommen. Wenn da kein anderer da gewesen wäre, ich hätte den ganz knallhart genommen. Was soll ich tun? Opinator. Geh. Geh ins Licht. Na gut. Empfange die Götter. Was? Oh mein Gott. Entschuldigung. Wie rausgehen. Karin! Karin! Das ist doch nicht deine Ärzte! Entschuldigung, ich muss. Geh. Was? Was sind das heute für Arschen geworden? Shit! Scheiße! Entschuldigung, das muss ich machen. Was soll ich tun? Geh! Wir waren quitt, ne? Das weißt du, aber gut. Alter, du hast gesagt, ich soll gehen! Das war dein Wunsch! Nee, du hingst da, das war dein letzter Wunsch! Wie werde ich den letzten Wunsch denn nicht erfüllen? Passt, ich hab's verstanden. Was macht denn Basson schon wieder? Basson tanzt im Waschbecken. Ja, das habe ich gesehen. Wer darf nicht im Waschbecken tanzen? Wem habe ich das gesagt? Nein, nicht dem da. Dir! Ja, dir! Genau dir! Komm da runter bitte jetzt! Basson, komm da runter. Nein, keine Diskussion diesmal. Ich will nicht mal das... Jetzt guck mich bitte an, wenn ich mit dir rede. Guck mich bitte an, wenn ich mit dir rede. Du musst jetzt da runter. Der ist manchmal ein bisschen stur, aber er lernt.
Bärenfall. Oh, ach komm, du kannst mich doch. Oh, ey, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Was soll ich machen? Ja, mach doch, mach doch. Oh, ich mach einen Lupfer. Ich, mal, jetzt. Ich habe diesen niedlichen Aggressionslöwen. Möchtest du da drauf gucken? Ja, ich. Ja! Das geht nicht so scheiße. Das Spiel ist vorbei und Sie verlieren. Was sagst du zum Spiel, Buschi? Das war zu wenig heute, das wissen Sie aber auch selbst und deshalb haben Sie verdient verloren. Einmal. So. Ja, jetzt. Jetzt klappt nicht mal mehr das. Jetzt klappt. Ey, ganz ehrlich, ich mache, was ich will, ne? Das ist echt. Ich glaube, ich habe die kaputt gemacht. Mal gucken, vielleicht. Was hast du jetzt gemacht? So, ja, was ist das denn? Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Das sieht so komisch aus. So. Der bleibt jetzt aus. Alter. Das ist Gareth Walker, wenn wir ihn wieder treffen. Der geht auch nicht mehr zurück jetzt. Jetzt du mal eine zündende Idee. Der sollte sich eigentlich wieder reparieren. Jetzt die Flanke. Frauenschläger. So, warte mal hier, Schnucki. Hier, die geht fremd. Die geht fremd. Hast du schon einen Wachsabdruck von deinem Genital gemacht? Ich hab so ein. Kennst du doch manchmal im Merch Store gucken, da gibt's so einen Dildo-Abdruck von meinem Schwanz. Ja, gut, der kostet aber nur 2 Euro. Nimm das Plastik mal günstiger. So. Man müsste so einen angeschnittenen Kopfball machen. Ich stell mir gerade vor, wie das aussieht. Alter, der Endscreen wieder läuft, Alter, was ist das denn? Alter! Das sieht aus wie, wie heißen die Holländer noch, was sagen? Mungo Junge! Das richtig Geile ist, pass auf, weißt du, was das Geilste ist? Alt und spießig werden. Das Allergeilste ist, dass ich jetzt im Garten Weihnachtsbeleuchtung anbringen darf. Oh ja, yeah. Weihnachtsbeleuchtung im Garten. Und dann guckst du raus und draußen schön die Lichter und so, voll geil. Oh, ich freue mich drauf. Ich brauche leider noch eine Leiter. Aber das wird schon gut. Die Pan bastelt hier gerade. Ich weiß nicht, ob es ihr so recht ist, wenn ich zeige, was sie bis jetzt gebaut hat. Sie hat extra nicht gestreamt, weil es ihr nicht so recht war. Ich versuche mal auf den Berg dann hoch, auf den anderen Berg zu gehen. So. Da waren schon Geschenke. Ich will ja nicht spoilern. Deswegen gehe ich erstmal rüber, damit es der Pan nicht unangenehm sein muss. Oh. Hä, warum? Das sieht voll süß aus. Warum soll es unangenehm sein? Oh, die Pan ist auch da. Okay, Kaputt, oh Gott, ich jetzt muss auch mal ins Buch gucken, Alter. Ich mach mal World Door. Stats gibt's auch, ne? Kriegen wir Besuch? Na gut, meine Hübsche. Ich nenne sie Edna. Na komm, Edna. Hui. Willst du mitgehen? Jawohl, ich nicke mit meinem Kopf. Ich finde das sehr gut. Na gut, dann gehen wir mal ganz kurz, nimmst du mal den Kopf da weg? Ich bin ein bisschen empfindlich. So, danke. Tobi? Komm, mit seinem Klavier so reingeflogen. Ja. Ich bin müde, ey. Hui. Ich geh mal kurz meine Tiere füttern, ne? Da bist du Bescheid. Ja, bis morgen, ne? Okay, Freunde, ich würde sagen, ciao. Was zu trinken. Ja, tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sorry für das kleine Zwiegespräch. Haben wir einfach noch ein bisschen Quatsch am Ende. War ja auch mal ein schön. Was? Tschüss, Freunde. Tschüss. Tschüss, ja, Freunde, ne? Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Ja. Tschüss. Oh nein!
Was hat der das Spiel? Ich will hier raus, ich kann nicht mehr, meine Finger werden taub. Oh mein Gott, wenn ich das hinterher höre, dann... Boah, da fliegt mir die Mütze weg.